Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute gibt es mal lecker Schlemmerfilet à la Bordelaise, das kennt man ja. Das kauft man sich gerne mal beim Discounter aus der Tiefkühltruhe und schiebt das dann schnell in den Backofen. Das geht hier auch relativ schnell und es schmeckt auch mindestens genauso gut. Ich nehme dafür heute Kabeljaufilet, das sind hier etwa 1000 Gramm. Dann habe ich hier frische Kräuter und trockene Kräuter, die frischen sind aus dem Garten. Das ist zum einen Petersilie, dann Knoblauchgras und etwas Currykraut. Die getrockneten ist Estragon und Thymian. Dann brauche ich noch eine halbe Zitrone, die Schale einer halben Zitrone. Hier habe ich Semmelbrösel, die habe ich mir selber gehackt. Das sind drei alte Brötchen gewesen oder Schrippen, wie man als Berliner ja sagt. Dann habe ich hier Butter, dann habe ich hier hinten noch etwas Fisch vor, den werde ich noch etwas salzen. Eine Zwiebel, etwas Knoblauch, davon brauche ich aber nicht alles. Dann nehme ich nur ein, zwei Zehen von Pfeffer und Salz und natürlich noch etwas Olivenöl. Als erstes gebe ich jetzt die Butter in die Pfanne und noch einen guten Schuss Olivenöl dazu. Dann brennt die Butter auch nicht so schnell an und ein bisschen Fett können wir dann gebrauchen. So, dann stelle ich das Feuer an, lasse das jetzt ein bisschen warm werden. Wenn dann die Butter und das Öl schön warm ist, also nicht zu heiß, auf kleiner Flamme schwitzen lassen. In der Zwischenzeit werde ich mir dann schon mal die anderen Zutaten vermischen. Als erstes gebe ich dafür dann die Semmelbrösel in die Schüssel. Dann kommen die gehackten frischen Kräuter dazu. Ich habe mir noch so ein bisschen von der Petersilie jetzt übrig behalten, von der ganzen Petersilie. Die stelle ich dann beiseite, die brauche ich nachher noch ein bisschen zum Anrichten. Dann gebe ich hier auch gleich die Zitrone, den Abrieb mit rein. Dann Estragon und Thymian. Und das Ganze jetzt schön durchmischen. Ja, das kann dann erstmal einen Moment stehen und als nächstes kommen dann da die Zwiebelchen und der Knoblauch und das Öl und die Butter mit bei. Wenn die Zwiebelchen und der Knoblauch und alles ein bisschen abgekühlt ist, dann gebe ich das hier zur Brösel-Kräutermischung dazu und rühre das dann nochmal richtig schön durch. Ja, das soll sich jetzt so richtig schön vollsaugen, die Kräuter, die Bröselchen. Und dann stelle ich es erstmal beiseite und kümmere mich um den Fisch. Den Fisch habe ich jetzt schon mal gepfeffert und gesalzen. Die Form habe ich noch ein bisschen ausgebuttert. Und jetzt kann auch das Fischfilet hier rein. Ja, das sollte man dann so ein bisschen eng legen, so dass hier alles schön am Boden bedeckt ist. Dann gebe ich so ein bisschen was vom Zitronensaft rüber. Nicht viel, so ein paar kleine Tröpfchen bloß, dass überall so ein klein wenig rankommt. Dann kann auch schon die Bröselmischung damit ran. Wenn da nicht noch ein kleines Detail wäre, was ich vorhin vergessen habe, da muss natürlich auch noch Pfeffer und ordentlich Salz ran. Ich nehme ja hier mein portugiesisches Meersalz. Das ist ein relativ mildes Salz, darum nehme ich da etwas mehr. Wer normales Haushaltssalz nimmt, darf da also nicht zu viel ran machen. So, und dann kann das Ganze auf dem Fisch verteilt werden. Ich mache ja heute hier 4 Portionen. Das heißt, ich nehme jetzt hier nur die Hälfte von. Ja, das soll richtig schön bedeckt sein alles. Wenn der Ofen dann seine 180 Grad erreicht hat, dann stelle ich die beiden Formen auf die mittlere Schiene und lasse das jetzt schön gar werden. Wenn das Ganze dann richtig schön am Brodeln ist und auch schön Farbe angenommen hat, dann kann es auch schon raus. Der Fisch dürfte jetzt gut sein. Na, so sieht das jetzt aus. Und so werde ich das jetzt erstmal auf die Platte stellen. So, das Ganze habe ich natürlich mit einem schönen dicken Topflappen angefasst. Sonst verbrennt man sich da ganz schnell die Finger. Und dann kann das jetzt auch angerichtet werden. Ich schneide dann da immer einmal am Rand nochmal ringsrum so ein bisschen locker. Und dann kann das auf den Teller. Ich gebe da immer noch so ein klein wenig Tomatensalat mit dazu. Das ist jetzt hier ganz einfach nur ein bisschen Essigöl, Pfeffer und Salz, klein wenig Zucker angemacht. Jetzt kommt noch ein bisschen was Grünes hier oben rüber. Und so werde ich das jetzt auf den Tisch bringen. Ich denke mal, es wird auch wieder sehr gut schmecken. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!